Hier entscheidet sich die Zukunft eines demokratischen Bayerns. Das war, hat vor 7 Jahren eigentlich begonnen, das Projekt für uns. Das war damals der Atomunfall in Fukushima und infolgedessen der Atomausstieg der Bundesregierung. Und im Zuge dessen habe ich mich eigentlich so erinnert, wieder so das Thema Atomkraft, das so in meiner Kindheit und Jugend doch sehr präsent war. Ich bin hier in München groß geworden und deshalb natürlich auch waren die Auseinandersetzungen um die WAA sehr präsent für mich. Das war das eine. Und dann habe ich gedacht, ja, das Thema Wackersdorf, das war doch auch so im gesellschaftlichen Diskurs so wichtig für Bayern damals. Gibt es da eigentlich noch keine fiktionale Aufarbeitung? Und tatsächlich gab es die nicht. Und so bin ich zu dem Produzenten Ingo Vlies gegangen, der aus der Oberpfalz stammt eben. Und der war natürlich sehr interessiert daran. Und er hatte eben dann die Idee, den Landrat Hans Schröder als Held des Films zu nehmen, den ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte, ja, in meiner Münchner Nichtwissenheit. Ja, man kann sagen, ich habe das Thema aufgearbeitet und der Ingo Vlies hat den Helden gefunden. Die Hauptfigur, die Rolle von Hans eben, die wird ja gespielt von Johannes Zeiler und das ist ein großer Wunsch von mir gewesen. Also ein bisschen eine Eingebung, würde ich fast sagen. Und das Tolle ist, ich hatte irgendwie ein Gespür dafür, dass er der Richtige ist und es war dann über die Probeaufnahmen und hin in der weiteren Arbeit eine ständige, noch größere Bestätigung. Weil die Art und Weise, wie sich der Johannes Zeiler in diese Figur eingegraben hat geradezu und in diesen Charakter, die hat also für mich nochmal die Vorstellung, was eine schauspielerische Arbeit ist, ganz neu definiert. In einer Ernsthaftigkeit, die aber dann in keiner Weise verkrampft ist, sondern dann, wenn die Kamera läuft, in einer Selbstverständlichkeit und Authentizität kommt, das hat mich schwer beeindruckt. Und wir erzählen in dem Film nichts, was es nicht gegeben hätte, aber in Momenten natürlich, wenn der Hans allein im Wald ist oder im Zwiegespräch mit seiner Frau, das sind natürlich Momente der Fiktionalisierung, ja? Momente, wo keiner dabei war, wo wir nicht wissen, wie das abgelaufen ist. Also von den historischen Vorgängen sind wir ganz nah am tatsächlichen Geschehen. Das, was in den Köpfen der Menschen passiert und zwischen ihnen, also in den Spielszenen, da findet natürlich eine Fiktionalisierung statt. Also das Tolle ist, der Hans Schröder hat uns alle Auskünfte gegeben, die wir wollten. Und er hat es auch auf eine sehr persönliche Art und Weise getan, sodass ich viel von seinem Wesen mitbekommen habe. Also diese Wut über das, was damals passiert ist, die ist ungebrochen. Ja? Und auch die Verletzung. Es ist immer die interessante Anekdote, die er auch erzählt hat, dass er der einzige bayerische Landrat ist nach Kriegsende, der keinen bayerischen Verdienstorden bekommen hat. Weil den bekommt man einfach automatisch, egal ob man gute oder schlechte Arbeit, den bekommst du, wenn du Landrat warst. Er ist der einzige Landrat, der den bis heute nicht bekommen hat. Er erzählt es auf einer schmunzelnden Art und Weise, aber du spürst, letzten Endes hat er eine tiefe Verletzung in sich. Ja? Weil, und das spiegelt sozusagen die Verletzung der ganzen Region wieder, bis heute hat sich niemand bei den Menschen dort entschuldigt für das, was passiert ist. Ja? Der Hans Schröder wurde auch von Seiten der Staatsregierung nicht rehabilitiert. Und was vielleicht viel noch angebrachter wäre, es hat niemand dieser Region gedankt für das, was sie nämlich an Widerstand geleistet hat. Wenn wir heute dort nämlich eine atomare WAA hätten, ja, wo die ganze Welt ihren Scheiß hinschippert, ja, und hinbringt, dann hätten wir dort Verhältnisse, wie wir sie in Le Hague eben haben. Keiner berichtet darüber, aber das ist eine extrem verseuchte Gegend. Ja. Diese Atlantikküste in dieser Region, ist merkwürdig, dass keiner darüber spricht. Aber das sind Ausmaßen von radioaktiver Verseuchung, die wir uns sicherlich in Bayern nicht wünschen würden. Dieser Satz, ja, wenn Unrecht zu Recht wird und wird Widerstand zur Pflicht, da kann ich nur sagen, das ist eigentlich unser Film. Die Frage ist ja gar nicht so interessant, ob man nun wirklich denkt, dass der Hans Schröder ein Bewusstsein darüber hatte, wie gefährlich die atomare Wiederaufarbeitung sein wird. Das hat er sich sozusagen angeeignet, als er skeptisch wurde. Er hat sich damit beschäftigt. Aber das, was ihn instinktiv dazu gebracht hat, Widerstand zu leisten, ist genau dieser Punkt, den dieses Zitat widerspiegelt. Er hat nämlich gemerkt, dass das Recht ausgehebelt wird, dass der Rechtsstaat gebeugt wird
damit die persönlichen politischen Ziele des Ministerpräsidenten durchgesetzt werden. Oder der Atomlobby. Und das hat er nicht, das konnte er nicht ignorieren. Der ist zutiefst, ein zutiefst überzeugter Demokrat und glaubt an den Rechtsstaat. Und das hat ihn auf die Palme gebracht. Und dafür war er bereit, alles zu riskieren. Mein Interesse für Politik oder für gesellschaftspolitische Prozesse ist tatsächlich groß. Aber es ist auch irgendwie in meinem Wesen, in meinem künstlerischen Verständnis, also in dem Moment, in dem ich an einem Film arbeite, der ja dann hoffentlich von Leuten angesehen wird und ich den nicht nur für mich im Kämmerchen mache, in dem Moment habe ich Öffentlichkeit. Und die Frage ist halt, wie geht man mit Öffentlichkeit um? Wenn man die Möglichkeit schon hat, öffentlich einwirken zu können, dann muss man sich damit auseinandersetzen, was das bedeutet. Und insofern ist für mich auch das Filmemachen letztendlich eine große Beteiligung am gesellschaftspolitischen Prozess.